Der Hüftschwung, mit dem er seine Lieder vortrug, machten ihn weltberühmt und lösten eine musikalische Revolution aus. Elvis Presley, in diesem Jahr wäre er 72 Jahre alt geworden. Für seine Fans lebt der King aber weiter. So sehr lieben sie ihn, wie der spanische Stadtrat in unserem Film. Verkleidet als Elvis hat er bisher die Bürger überzeugt. Stefan Merseburger stellt uns den eigenwilligen Doppelgänger vor. Gestatten Elvis bürgerlich Ariel Santa Maria. Früher Postbote im beschaulichen Reus, doch dann, eines Tages, beschloss er, in die Politik zu gehen. Eines Nachts im Sommer 2001 ist mir der Geist des King of Rock'n'Roll erschienen. Er meinte, Ariel Santa Maria, du musst bei der Kommunalwahl antreten, um deine Stadt vor der Mittelmäßigkeit und Langeweile zu retten. Und dann sang er. Und ich dachte, okay. 1831 Bürger haben ihn gewählt. Das sichert ihm einen Platz im Gemeinderat der 103.000 Einwohnerstadt Reus. Der neue Star stiehlt allen die Show und schwört ganz artig, Recht und Gesetz zu achten und überhaupt. Aber eigentlich, das wurde schon in seiner Antrittsrede klar, ist er zu noch höherem berufen. Als Bürgermeister würde ich Reus zum Zentrum des Universums machen. Wie das? Ganz einfach. Er will, dass die Bürger weniger Steuern zahlen. 4 Jahre ohne Baustellen. Das Rathaus rosa anstreichen aus Sympathie für Schwule und Lesben. Und für die Parks hat er eine wahrlich berauschende Idee. Klar, wir müssen hier Marihuana pflanzen. Marihuana auf allen Grünflächen. Doch die durchgeknallte Spaßpolitik des King aus Reus bereitet nicht allen reine Freude, so auch dem amtierenden Bürgermeister. Ich bin überhaupt nicht einverstanden. Ob das wohl stimmt? Zur Kontrolle will Elvis die Politiker an Lügendetektoren anschließen und Heilige Maria. Herr Santa Maria möchte ein Foyodromo, ein öffentliches Gebäude, in dem die Bürger Sex haben können, kostenlose Kondome inklusive. Fehlt nur noch das FKK-Freibad und fertig ist Reus, Hauptstadt des Universums.